Willkommen zurück beim VfL Osnabrück. Hatten ja einige Verletzungen nach dem letzten Spiel. Müssen wir mal gucken. Kaspar Dolberg wird ausfallen fürs nächste Spiel. Donis auch auf jeden Fall. Müssen wir wohl Wechsel vornehmen. Gießen ist gesperrt gegen Bayern. Kann Fred MC spielen. Offensiven Feld kommt Schubel rein. Rückkrug. Dann brauchen wir drei Spieler, die das auffüllen. Könnte man zum Beispiel Fabian Meyer in den Kader berufen, für eine Woche. Und können wir noch nehmen. Nur einen Nikolas Rein könnten wir noch hochziehen. Mit Stürmer, ja. Für eine Woche. Zack, schon haben wir zwei Spieler als Ersatz da. Brauchen wir noch einen für Gießen. Da würde ich sagen. Ein Schwadke, aber der ist auch nicht in Form. Braun, aber der ist nicht frisch genug. Der hat noch irgendwas eingestellt von wegen trainiert mit erster Mannschaft. Mist. Hab vergessen rauszunehmen. Darf man in der zweiten Mannschaft nicht machen, da verlieren die total frische, wie dieser Braun jetzt. Das ist nicht gut. Ein Freundschaftsspiel können wir hier noch ausmachen. Und dann schaue ich mal, wer dann für Gießen noch reinkommt. Beste Newcomer der Saison. Presser, Amor. Ganz vorne dabei. Bayern gegen VfL. Das Topspiel dieses Spieltags. Gießen fehlt, gelb gesperrt. Da brauchen wir noch einen Ersatz. Und Dolberg ist fit geworden, dann kann er reinkommen für die Gießen. Und wird dann auch spielen, weil Füll guckt so gar nicht in Form. Wir haben noch eine Nachricht. Für die Jugendabteilung Peter Misch. Ja klar, verpflichten wir. Dann gehen wir rein ins Topspiel gegen Bayern München. Und hier werdet ihr jeden Zentimeter des Platzes umgraben. Topspiel in der Bundesliga. Bayern gegen Osnabrück. Osnabrück will hier die Tabellenspitze weiter verteidigen. Muss ein paar Spieler ersetzen. Dolberg ist zum Glück nochmal fit geworden zu diesem wichtigen Spiel. Und geht rein in die Partie. Ich glaube, ich nehme die einfache Geschwindigkeit mal raus. Bobby Wood mit dem Angriff auf Selke. Der tanzt da durch den Strafraum. Erobern den Ball zurück, aber unsere Abwehr steht gut. Dolberg, Schönfeld. Guter Angriff, Schneider. Super Chance, aber Engelhardt kommt raus, unser Ex-Keeper. Pariert da diesen Schuss gut. Super rausgekommen. Schwul. Dolberg setzt sich durch. Da ist der Ball schon wieder weg. Auf Schneider. Schwierig. Ist im Abseits. Langer Ball nach vorn. Selke verliert den Ball. Holt ihn sich aber wieder. Wood mit dem Schuss. Aber Presser ist da. Sehr gut den Ball erobert von Amon. Schul, Schneider. Im Abseits. Ja, hier sieht man es deutlich. 2 Meter im Abseits. Und wieder Wood auf Goretzka. Diesmal eine gute Chance. Gibt's Elfmeter? Gibt's Elfmeter? Das war Ball gespielt. Chiri. Ball gespielt. Oh. Und der Ball ist drin. Bobby Schuhwood. 1-0. Schönfeld. Gut auf Dolberg. Der setzt sich hier durch. Aber wer holt den Ball? Bertrand. Jetzt aber Dolberg, komm, nach vorn. Spiel ab. Und schon wieder Ballverlust im Sturm. München ist da effektiver. Und
Und Engelhardt ist da eine Mauer vorm Tor. Oder im Tor. Kommen da einfach nicht dran vorbei. Jetzt Wood, Riesenchance. Muss man den Ball reinspielen. Lacour, nein. Ich glaube, das ist der andere Franzose, der richtig gute. Da haben wir ja auch einen. Jetzt aber Dolberg mit der Riesenchance. Das war Abseits. Ja, leider. Abseitsfalle der Münchner heute hervorragend. Wieder Goretzka gegen Sylla Wood. Stark, super den Ball erobert. Jetzt aber Amor. Nein! Da verlieren sie wieder den Ball. Akur. Gefoult. Ich hoffe, das gibt es nicht schon wieder Elfmeter. Das war außerhalb. Das war außerhalb. Nein, es gibt Elfmeter. 2-0. Wood Doppelpack. Amor gefoult. Ah, das wäre eine gute Chance gewesen. Wird der Vorteil weggepfiffen. Mitchell Weiser mit der gelben Karte. Engelhardt hält. Schul. So wird das hier nichts mit dem Ausgleich. Da schießt Wood eher noch das dritte Tor. Schneider. Wird hier gefoult. Amon. Nee, so wird das nichts. Jetzt aber im letzten Moment ist da immer noch irgendein Bein dazwischen. Kein richtiger Torschuss, doch einer war dabei. Zwei Elfmeter helfen hier Bayern zur Führung. Ja, Klischee mit einem grottenschlechten Spiel, dafür bringen wir mal Fabian Mayer, unsere Jugendhoffnung. Und ich bringe Nicolas Rein rein für Dolberg. Nicolas Rein. Lass uns genauso weitermachen. Das Spiel war ja nicht wirklich schlecht. Erneutes Foul. Jetzt Schönfeld setzt sich durch und verliert dann den Ball an Westergaard. Denke diesmal auch im Abseits. Ja. Auch Osnabrück kann die Abseitsfalle stellen. Schneider. Kommt da nicht vorbei. Auch Henrichs hat Probleme. Jetzt aber. Oh nein. Verliert er rein den Ball. Sehr ausrechtsreicher Position. Vielleicht nochmal eine Chance. Schul. Ah, er vergibt die. Top-Chance. Abseitsfalle funktioniert. Dann auch noch Pech mit Abprallern. Ist heute nicht unser Spiel. Sylla rennt mit dem Ball ins Aus. Ja, die hätten vielleicht in Osnabrück bleiben sollen, die Spieler. Jetzt Kontermöglichkeit. Rein, auch Schneider. Westergaard ohne Kompromisse. Holt sich dann den Ball, Wood. Presser hält. Und rein. Ja, gegen einen durchgesetzt, gegen zweiten nicht. Und dann Abseits. Ja, ganz knapp. Steht der junge Mann am Abseits. Nächster Foul. Wechsel bei den Bayern. Goretzka. Sylla stoppt ihn. Weiser geht da über die Außen, aber Presser hat ihn sicher. Immer noch 0-2. Der Goretzka. Schönfeld. Auch Schneider. Rein mit der Riesenchance. Oh, den musst du machen. Ja, mit zwei Stürmern in der Topform wäre Bayern schlagbar gewesen. Schade.
Aber Spiel noch ist es nicht vorbei. Schönfeld. Langer Pass auf Schneider. Rein nochmal. Setzt sich durch gegen den Pfosten. Allein er hatte 300%ige Torchancen. Selbst rausgespielt. Jansen verliert gegen Henrichs den Ball. Schönfeld. Ah, wieder Ballverlust. Bertrand geht da auf dem linken Flügel durch. Aber Presser fängt den Ball. Noch 10 Minuten zu spielen. Schul auf Armand. Versuchen ihn zu finden, den Rhein. Aber so wird das nichts. Ulla, Armand. Red MC kann den Ball aufhalten. Rhein holt sich zum Ball im Mittelfeld. Verliert ihn wieder. Hätte ich Engel, hat man doch ins Ausland verkauft. Jetzt bestraft sich das. Armand gefoult, nochmal eine Freistoßmöglichkeit. Vielleicht noch ein Ehrentreffer. Süller bringt ihn rein. Armand auf Rhein. Zurückgelegt. Ich glaube Schönfeld. Ne, Schneider war's. Schneider war's. 2:1 nur noch. Aber das kommt fürchtig zu spät. Schön in die Mitte gelegt. Torwart passt nicht auf. Das war's. 2:1 gewinnt Bayern München im Heimspiel. Durch 2 Elfmeter. Schade. Hier nochmal die beiden Elfmeter. Beide rechts. Presser, nächstes Mal aufpassen. Und rein hier mit dem schönen Pass. Presser mit einem guten Spiel, hat noch einiges rausgeholt, aber Engelhardt fand ich noch stärker. Ja, Dolberg, schade. Rhein hat noch ein Tor vorbereitet, als er reinkam. Ja, punktgleich jetzt. Erster mit Borussia Dortmund. Das wird spannender als gedacht um die Meisterschaft. Dortmund liefert uns da einen heißen Kampf.